Damit herzlich willkommen zu Let's Play Seven Days to Die. Ich habe noch eine Quest offen und Freeman auch. Hallo. Freeman hat ein bisschen offscreen hallo Freeman. Freeman hat ein bisschen offscreen gespielt, aber er hat die Zeit für uns eingefroren. Nur zwecks Farm und Bauen. Ja, das ist ja okay. Ich will bloß nicht, dass zu viel verloren geht. Nö, wie gesagt. Finde ich. Ach, also. Ich würde gleich mal zum Airdrop gehen. Ich gehe mal kurz zu dem Ding zum Ausgraben. Ach, das, die wird mir nicht mal angezeigt, wo du gestern raus warst. War's weg. Ah, verdammt. Oh, interessant. Ach, wir sind auch gar nicht mehr verbündet, sehe ich gerade. Ja, stimmt. Warte mal, vielleicht geht's jetzt dann wieder. Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich liegt's daran. Ja, stimmt. Geteilte, genau, steht auch da. Du nimmst die automatisch an. Ja, ich sehe sie, jetzt sehe ich sie wieder. Gut. Ich habe tatsächlich gerade gedacht, oh, der hat ja tatsächlich drauf gewartet hier. Irgendwo hier an diesem unauffälligen Baum. Also ich habe mal eine Quest gemacht, da habe ich 3 Wasserfilter bekommen und dementsprechend 3 Hausern neu gebaut. Boah, Zombie. Ne, komm her. Hä? Was willst du? Diese beschissene Infektion. Die müsste doch weg sein langsam. Ne, die ist ja bei mir. Die geht ja. Ich hatte 18%, die geht ja jetzt langsam weg. Achso, sie geht weg. Die geht weg, ja. Aber trotzdem, das dauert ein bisschen, bis die weg ist. Verdammte Axt. Ob du es glaubst oder nicht, aber Antibiotika, die du einnimmst, brauchen eigentlich so um die 3 Tage, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Ja, in Game ist das alles ein bisschen gekürzt. Außer du nimmst eine Infusion, das geht natürlich schneller. Haben wir nicht. Nein, aber normalerweise ist es halt so. Man kann ja hier nicht mal mehr Blut. Ach so, abnehmen. Starte der Quest. Du musst herkommen, sonst kann ich die Quest. Ich muss die Quest erst starten. Ernsthaft? Ja, die Quest muss gestartet werden, du musst herkommen. Gib mir noch ein paar Sekunden, ich bin gleich am Airdrop. Ich wollte mich gerade einfach anfangen hier zu graben, bis ich gesehen habe, oh, die muss ja gestartet werden. Oder wären wir hier vielleicht sogar angegriffen stattdessen? Dann hole ich noch ein bisschen Holz. Würde nicht. Ich habe noch nicht ausgraben gemacht bis jetzt. Zumindest nicht in der neuen Version. In der 21. Habe ich es noch nicht gemacht. Heute wollte das Kind wieder nicht pennen. Oh, das der, wehrt sich immer so, der wehrt sich immer so gegen Schlafen. Ja gut, haben wir damals auch. Verstehen. Ja, wir haben ja teilweise gar nicht geschlafen an einigen Nächten. Aber irgendwann wird man älter und dann freut man sich, wenn man ins Bett kann irgendwann. Ich würde jeden Tag mittlerweile abhaken, wo ich 8 Stunden zusammenbekomme. Ich habe die gerade mit einem Schlag getötet. Haben wir immer noch irre? Müsste eigentlich sein. Okay, ja, du änderst ja da meistens nichts dran. Gut, kommt da immer drauf an, wie du triffst. Ja. Du hast ja prozentuale Chancen. Ich bin da. Was Gutes drin? Nicht wirklich. Wir sollten auf jeden Fall nicht zu lange warten, dass wir noch genug Zeit haben, entsprechend die Sachen zu räumen. Das schaffen wir ganz easy. Ja, okay, gehen wir schnell da rein. Ach scheiße, das ist ja alles voll. Es ist nicht nur einmal passiert. Möchte ich mal festhalten. Ja, wir wissen noch, wie es geht. Mhm. Auf den letzten Drücker, ach, gehen wir schnell rein. Oh scheiße, da kommt es ja gerade raus. Wir haben das geschafft. Hey, wir haben wir nicht, wir sind draufgegangen. Wir verstecken uns in dem Haus. Oh, das ist ja voller Zombies, verdammt. Warum überhaupt? Keine Ahnung. Die tun immer wie spawnen. Ja, ich meine nur, aber warum sollten die Zombies immer in den Häusern sein? Wäre es nicht fast schon logisch, dass die teilweise draußen sind, weil sie da bessere Chance haben, was zu kriegen? Oder durch Geräusche oder andere Sachen rausgelockt werden? Wie gesagt, ich vermisse so eine Riesenhorde, aber wirklich richtig große Horden. Ich weiß nicht, ob das nicht noch kommen könnte, wenn wir ein bisschen warten. Kommst du wieder in die Richtung? Bist du soweit fertig? Ja, ich bin auf dem Weg. Kann nur gerade nicht rennen wegen meinem Fuß. Ja. Sonst wird's nicht unwichtige besser. Kleinigkeiten. Nur eine, ich glaube, ich muss aber vorher noch mal zur Basis noch ein bisschen Essen und Zeug holen. Na gut, erste Hilfe. Ich brauche das eigentlich gerade nicht mehr. Ich habe was zu essen, aber ich glaube, Wasser habe ich nicht mehr so viel. Noch eine Minute, da ist mein Fuß wieder heile. Oh. Noch 100 Meter und ich bin bei dir. Okay, der hält mehr aus.
Gleich sind wir vorein. So, vielleicht ist das Bein schon echt kacke. Ja, das nervt. Weil du kannst ja gar nichts. Du kannst nicht springen, das du kannst Zombie. Nicht rennen. Bist nicht du. Da geht's immer weiter hoch. Ach, wenn du rennst, wird es schlimmer? Wenn du rennst, geht die Zeit zum Abklingen wieder nach oben. Boah, das ist ja mies. Selbst wenn du springst. Alles, wofür ein Fuß sie braucht, wird außer das normale Laufen. Das haben sie rausgenommen. Ja, das wäre dann wirklich kacke. Bitte bleiben Sie 2 Stunden stehen. Ein Huhn! Ich sehe dich. Du hast was getötet. Ja, ein Huhn. Ja, gut. 10 mal Fleisch. Ah, ich bin bald unter den 15%, dann regeneriere ich wieder schneller. Ich bin. Hi. Oh, Level up. Okay, ich starte es. Na dann, Buddel. Oh. Ja, das hätte es jetzt gebracht. Obwohl, ich kann ja mitbuddeln. Ja, bringt auch ein bisschen Erfahrung. Aber finde ich gut, dass jetzt sogar angezeigt wird, in welchem Bereich das ist. Früher musstest du dafür Schatzsuche machen. Ja, ja. Und früher hattest du ein Riesengebiet. Ja, das fand ich auch furchtbar. Du näherst dich dem Schatz. Du hast keine Ausdauer. Oh, aha, das wird kleiner, das Feld. Oh, irgendwie, je mehr du wegbuddelst. Da ist er. Was? Wo? Unter dir. Ach da. Hä? Nahrungsschatz. Essen und Southern Farming. Wo bin ich? Was ist los? Samuel, Samuel! Au. Ah, mein Fuß wird doch gut. Sehr schön. Oh, der lebt ja noch. Oh, ich habe keine Ausdauer, scheiße. Geh weg! Ein Kriecher. Ich könnte gleich drauf gehen. Was? Komm her. Geh drauf. Ich konnte nichts mehr machen, also. Also? Ich habe auch gar keine Ausdauer mehr regeneriert gerade. Ah, der frisst dich. Ja, ich weiß. Das ist die Quest abgebrochen dadurch, glaube ich. Er ist tot. Ich hab dich gerecht. Nö, ich hab's noch. Oh. Ach, Moment, ich kann bei meinem Rucksack erscheinen. Seit wann geht das denn? Da stand gerade, ich darf bei meinem Rucksack... Oh, warte mal, da kann ich mir gleich ein bisschen Wasser mitnehmen, glaube ich. Ja, die Kiste habe ich behalten, interessanterweise. Wasser haben wir keins mehr, glaube ich. Ach, vielleicht in den Tausammlern. Alter. Steht sogar da, leerer Tausammler. Aber Wasser ist cool. Ja, ich baue noch mehr. Ich denke mal 10 Stück oder so. Ja, du brauchst. Also es ist. Das ich finde es schon ein bisschen blöd, lange. Dass. Ja. Kommst du? Mhm. Ich habe hier Probleme. Hatte ich auch. Musst du zurück zum Händler oder musst du zu deinem Rucksack? Ich gehe jetzt erstmal zu meinem Rucksack und dann muss ich zum Händler. Was ist denn das da? Da leuchtet irgendwas. Verdammt! Da ist gerade irgendwas geleuchtet. Ja, hier ist ein Kopf. Achso. Das könnte von ihm sein, ja. Ich bin gleich an meinem Rucksack, dann helfe ich dir. Ich bin eine Schusswaffe. Boah. Verdammter Arsch, du. Ich stehe so nah an ihm dran und treffe teilweise nicht. Ja, den Bogen finde ich uns für den Arsch. Auch mit dem Schrott. Oh. Ich glaube, der explodiert. Ja, das tut er. Ich halte ihn auf. Boah. Hat er irgendwas hier liegen lassen? Das ist nicht Steinpfeil, oder? Okay, gehen wir zur
Ja, ich muss zum Händler wieder. Ja, ich auch. Die Kopfnerven mal. Ach, Ui. wir sollten gleich mal gucken, ob wir noch wenigstens ein paar Waffen haben und vielleicht ein paar Reparatursets kriegen, dass wir wenigstens ein bisschen rumballern können. Noch ein paar Kits und ich habe nur selbstgebaute Waffen. Ich kann nur keine anderen bauen. Noch nicht. Diese verdammte Ausdauer beim Rennen. Ich glaube, es gab irgendwas bei Athletik, dass du schnell länger rennen kannst. Mir wäre einfach, mir würde schon ein Fahrrad reichen. Ja, da können wir dann den Blutmond wieder auf dem Rad verbringen. Hey, aber wir haben überlebt. Nein, ich nicht. Okay, wir haben fast überlebt. Aber ich habe nur nicht überlebt, weil ich in diese Spalte reingefahren bin aus Versehen. Ja. Da hingst du aber auch scheiße fest mit dem Fahrrad dann. Wo haben wir denn uns unten verschanzt? War das im Wasserwerk? Ja, in dem Wasserwerk haben wir uns öfter mal verschanzt. Wo Black Dragon dann abends draußen rundherum gefahren ist. Ja, das könnte sein. Glaube, es war das Und ich Wasserwerk. weiß auch, einmal sind wir auch in dieses Parkhaus gegangen, wo ich dieses Holzkreuz angezündet habe. Das heißt, trollt euch endlich. Da war aber das Schlimmste, diese scheiß Selbstmordattentäter da. Ja, aber Bombenschießen. die KI war ja richtig scheiße, die sind ja gar nicht hochgekommen. Und Ach, ich muss trotzdem. echt mal dran denken, dass ich so viele Holzspikes habe, die sollte ich nutzen, wenn ich bedrängt werde. Ich mache das immer nicht. Also nach dem Händler müssen wir uns wirklich um Blutmund kümmern. Ja, der meckert gar nicht mehr rum, wenn man die Türen offen lässt, oder? Ja, mach's trotzdem zu. Ich weiß nicht, ob es jetzt geändert wurde, aber damals war es verbuggt, wenn die Zombies drin waren. Also macht ja auch irgendwie Sinn, weil ich wäre angepisst. Okay, Bauplan brauche ich nicht. Natürliche Antibiotika oder 7,67 Munition oder 5 Erste-Hilfe-Verbände. Und eine erste Hilfe, glaube ich. Ja, ich Ich kann glaube auch, auch dass noch es nicht gerade das Beste machen. ist. Hast du irgendwelche Aufgaben? Beseitige Zombies. Eine schnelle können wir noch machen, da müssen wir wirklich zu unserem Blutmund kümmern. Passend Gasttor beseitigen, okay. Ja, das geht. Ist deine Quest jetzt abgebrochen? Nö, nee, ich muss noch zurück zum Händler. Okay. Dann gehe ich schon mal zu dem passenden Gaststore. Ich glaube auch ein bisschen haben wir noch. So, ich nehme. Du hast die Verbandskästen genommen, ne? Nee, es waren keine Verbandskästen, es waren einfach nur Erste-Hilfe-Verbände. Naja, egal. So, Munitioner. Ich nehme Muni. Jetzt brauchen wir bloß noch Waffen, um sie abzufeuern. Haben wir doch. Ich habe selbstgebaute Maschinengewehre. Ja, da brauchen wir noch ein paar Reparaturkits, weil die halten nicht lange. Habe ich 17 Stück. Halt, warte, hier sind auch welche. Die kann ich kaufen. Oh, nee, das ist teuer. Jetzt folgen wir deiner Mission. Ja, ist ein gutes Stück entfernt. Wahrscheinlich muss ich auf dich warten. Aber diesen Gastor haben wir schon mal gemacht, glaube ich. Ich halt jetzt die Mission abgebrochen. Ich hab die gar nicht. Oh. Wo bist du da hinten? Doch, wird mir grau hinterlegt. Die andere ist jetzt aber abgegeben, oder? Ja. Okay, dieses Gastor hat man, glaube ich, schon mal gemacht hier. Ach, so ein kleiner Stein. Wenn du in den Müll schaust, dann ist einfach ein bisschen Erde drin. Ja, mache ich auch immer so. Wenn der nicht voll wird, lege ich immer ein bisschen Erde rein. Okay, hier waren wir anscheinend schon mal. Aber du warst wahrscheinlich schon mal hier. So, ich tue schon mal Fallen bauen. Okay, da warte ich kurz, bis du kommst, weil sonst scheiterst du automatisch. Wäre irgendwie blöd. Hey, hier ist das Wasserwerk, glaube ich. Ja, da ist auch eins. Okay, ich kann noch machen. Holzstachelfalle. Ich mach noch mal 100. Die werden wir brauchen. Robert, na, du brauchst noch ein bisschen. Kann ich eigentlich die Automaten angreifen? Kannst du machen. Guck mal, ob ich den kaputt mache. Mal sehen, ob ich was rauskrieg.
Federn. Und Plastik. Bin gleich bei dir. Okay. Okay, du bist noch zu weit weg. Ah, jetzt habe ich die Mission. Ja, ich habe gewartet, bis nicht mehr da steht, dass du scheiterst, wenn ich es annehme. Ist immer noch kaputt. Wieso ist da Süffwasser drin? Oh, hi. Habt ihr nicht Zeitungsständer? Ich gehe hinten rum. Wenn es zu schwer wird, sag Bescheid. Ah, es dürfte jetzt nicht so schlimm sein, tatsächlich. 2 Minuten später. Hilf mir, Fühlmann, hilf mir. Lichtlein TV wurde getötet. Pass auf, du darfst nicht rausgehen. Nö, ich bin auf dem Gelände. Die Autos draußen darfst du. Na, komm doch raus. Oh, Lootbag. Au. Geschmiedeter Stahl. Blöde Kuh. Ich glaube, hier hatte ich sogar schon mal eine Mission. Oh, was ist denn hier los? Ja, guck mal, das für dich. Ich habe ein Buch für dich gefunden. Ja, ich habe schon damit gerechnet, dass die unten sind. Aber hier scheint es eine Menge zu geben. Da unten sind haufenweise Buchsachen. Kaffee. Oh, Rocker. Die stört ihn gar nicht. Ja, ich weiß, die halten einiges aus. Ja, brennen. Brenn, du Wichser. Wir haben es geschafft. Du bist weg. Warum ich? Pistolenmunition, die kann ich nicht gebrauchen. Och, nimm sie dir. Nee, ich kann sie nicht nehmen. Handyland vom Heimwerker. Das sind die Fertigkeiten. Reparaturwerkzeugen, das brauche ich. Oh, du kannst sie nicht nehmen. Gut. Gut, dann. Oh, hier, das für dich. Das Buch ist für dich. Schlagmann, Banzi. Nee, habe ich schon gelesen. Okay, dann gib's wieder her. Sieht man das irgendwo? Ja, das sind nur die Bücher geöffnet. Ah, okay. Ja, ich wusste nicht, das konnte man irgendwie einsehen, aber ich wusste nicht mehr wie. Wir sollten jetzt losgehen. Ja, es wird langsam wirklich eng. Naja, ja, was heißt eigentlich? Wir wissen genau, was wir tun. Eigentlich wissen wir so gut wie nie, was wir tun. Wir tun einfach irgendwas und hoffen, dass es funktioniert. Ja, weil ich nicht richtig in den neuen Alphas eingelesen bin. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Aber sonst wäre doch. Säubere das Gebiet, töte alle Zombies und bleibt drin. Was wollt ihr nur? Hier ist ein Haufen Untote. Was wollt ihr von mir? Bei Project Zomboid habe ich mich auch nicht richtig. Doch, einmal am Anfang habe ich mich dann irgendwann. Was zum? Geier. Ach, da will ich. Habe ich mich dann einmal eingelesen. Aber den Rest habe ich dann einfach auf gut selbst rausgefunden. Ja, muss ich hier wohl machen, teilweise. Okay, ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen Kram verkaufen auch. Vitamine. Nimm's ruhig mit. Ich hab die jetzt gegessen. Warum? Weil ich ein Kräuterbeet. Guck mal, das ist ja cool. Ach, das ist die Honigfarm, ich verstehe. Ja, für die Bienen. Wo es kein Honig gibt. Macht auch voll Sinn, die in einem Gewächshaus zu halten, also. Na gut, in mein Gewächshaus kommt die rein, auch bloß weil die Fenster andauernd offen sind. Ja, das ist ja okay, aber eigentlich ist es blöd. Die finden halt teilweise nicht mehr richtig raus. Bienen sind nicht die intelligentesten. Obwohl ich sag, bei mir haben sie es mittlerweile gut mitgekriegt. Also ich habe noch keine tote Biene oder so bei mir gefunden. Die brauchst du ja für so ziemlich alle Pflanzen. Okay, Reparaturkit, Schrotflinte, Kohle, Bauplan, schwerer Kopfmod. Was soll ich nehmen? Ja, entscheide du, also wenn du Reparaturkits brauchst. Okay, ich habe 13 Stück, das sollte eigentlich reichen. Dann nehme ich die 60 Schrotflintenschuss. Ich frage trotzdem nach einer Aufgabe.
Hab ja Zeit, das zu machen. Aber ich gehe jetzt trotzdem Richtung. Was habe ich noch? Habe ich noch Wasser? Ach, zur Not habe ich noch. Ach, nee, ich müsste eigentlich klarkommen. Okay. Ich gehe jetzt Richtung Dingens, du weißt schon. Jo. Na, Richtung Base. Nee, ich gehe nicht Richtung Base. Ich dachte. Ach doch, wir brauchen Waffen, stimmt. Warte mal, wo sind die? Da unten. Ich glaube, einmal noch Richtung Basis und da müssen wir uns auf jeden Fall ein Haus suchen, sonst haben wir verloren. Also selbstgebaute Maschinengewehre sollten 2 Sechser da sein. In 5 Stunden bricht die Hölle los, deshalb. Ach, das schaffen wir. Verstehe nicht, warum du immer so besorgt bist. Ich würde auch sagen, wir fangen vielleicht eher damit an, dass. Wie soll ich sagen, dass wir erstmal gucken, dass wir möglichst hochkommen und danach die Stockwerke erst sichern, damit wir schon mal im Zweifelsfall ganz hochkommen. Okay. Das klingt zumindest nach einem guten Plan, oder? Ich habe Bergarbeiter ja alles geskillt, also ich krieg die Treppen schnell kaputt. Ja, aber das hatten wir schon mal bei unserem allerersten Blutmond. Nee, der allererste Blutmond, den haben wir doch in diesem Theater versucht zu verbringen. Und die kam doch dann von der Seite und dann hast du versucht, die Seiten wegzuhacken, ich erinnere mich. Ich dachte, wir waren zuallererst auf irgendeinem alten Saloon oder sowas ähnlichen. Ja, das war so neben diesem Theater, glaube ich. Das war ein hornaltes. Ich habe dann, irgendwann viel später meinen alten Rucksack wiedergefunden. Und dann später waren wir Wasserwerk erst oben und dann ganz später unten. Okay, ich packe jetzt mal ein bisschen. Wir haben es echt gut überstanden, muss man schon sagen. Ja, also wenn du das dann einmal raus hast und ein gewisses Level erreicht hast, dann geht's auch. Waren aber halt wirklich irre viel, die da kamen. Mhm. Warum kann ich keinen. Ach, da ist ein Brennstoff hier drin vergessen. Brennstoff? Da ist das Feuer angelassen. Oh. Beim Lagerfeuer? Ja. Ich mach noch ein bisschen Wasser. Ich pack ein bisschen was raus. Gut. Die Schmiede läuft. Die Steine nehme ich mal mit. Ein bisschen Holz nehme ich auch mit. Also ein Sechser. Einmal Schrotmuni. Einmal Siemer. Wo sind Waffen drin? Einmal 300. Dein, oh, die habe ich alle nicht. Alles noch nicht gelesen hier. Auch mit. Geld kann von mir jetzt hier bleiben. 10 Molly sind hier noch drin und. So. Was ist das hier? Du kannst von mir, ich nehme das Level 4er Maschinengewehr, das reicht mir. Nö, ich habe einen 6er. Ach, dann nehme ich doch das 6er. So. Stahlwerkzeugteile von mir aus können raus. Oben? Stahlknüppelteile können auch raus. Was brauche ich für dieses Maschinengewehr? War das die 7,62 Munition? Ja. Ich glaube, ja. Doch, da habe ich dir was dagelassen. Und Molly ist dann auch noch da. Ja. Okay, ich habe Wasser und ich habe Essen. Munition war nur in der Einkiste hier, oder? Sollte. Na gut, hier hinten haben wir. Ne, hier ist auch noch Munition. Haben wir? In der zweiten von rechts. Ach ne. Hier. Ansonsten ist hier Muni in der letzten hinten. Ach hier, das meinst du mit Molly. Da kannst du Mollys noch mit. Selbstgebaute Schrot nehmen. Oh, selbstgebaute. Schrot ist eigentlich eh die Waffe meiner Wahl tatsächlich. Wo ist denn die? Hier drin irgendwo? Jo, in der letzten. In der letzten. Also rechts. Wenn er fort ist. Ich guck grad. Ah, die ist ja richtig schön hässlich. Aber sie ist mein. Oh. Ja, ich hau mich mal so richtig voll. Wohl, ein bisschen Stahl nehme ich mit. Ah, das ist ein gutes Zeichen. Ja, wollen wir losgehen? Also ich habe Wasser und Essen dabei. Warte, Essen habe ich, Trinken habe ich. Verbände habe ich 4.
Naja, wenn die mich erwischen, dann halte ich eh nicht lange durch. Da bringt der Verband nicht Ja, viel. denke ich auch. Oh, ein interessantes Wetter haben wir hier. So, Spikes habe ich. Gut, wir können los. Ich folge dir. Du weißt, wo du hin willst. Ungefähr, aber ich glaube, ich sehe es schon. Da hinten baut sich's langsam auf. Ach nee, doch nicht. Was ist Das das, sind, was da glaube ich, nicht richtig zwei auf? Hochhäuser. Der eine ist ein Krankenhaus, Ja. das andere ein Hochhaus. Da kam die Alte hier, glaube ich. Aber ich glaube, das eine da ist nicht richtig geladen, da hängen Sachen in der Luft. Ach, okay, jetzt. So, Schrot habe ich. Bogen habe ich. Pistole hast du auch eine mitgenommen? Nö. Oh ja, gut. Wenn es hart auf hart kommt, nehme ich die Schrot. Die hat aber bloß einen Schuss immer, ne? Das reicht. Also, wenn ich auf die Pistole angewiesen bin, bin ich eh gefickt. Der Nachteil an der selbstgebauten. Ich glaube, mit so einer Trommelmod kannst du nochmal Schuss machen, aber Cool. die haben wir noch nicht. Die verbrannten halt aber echt nicht viel aus, habe ich das Gefühl. Oh, ich finde die cool. Vor allem, Ja. was machen Verbrannte hier? Ach so, hier war ein Autounfall. Ah. Oh ja, gehen wir weiter. Leckt ein bisschen bei mir, aber das ist mir jetzt Was egal. Hochhaus meinst du? Ja, ich glaube, in so einem waren wir schon mal. Ich guck mal, wie schlimm es ist. Oh, nee, Shemwe. Shemwe wäre das. Nicht so schlimm. Oh, 5. Also ganz easy. Ja, okay. Wo gehen wir schnell, wo gehen wir rein? Es ist scheißegal, Hauptsache wir kommen hoch, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ach, mit einmal ist der Herr in Panik. Ich bin nicht in Panik. Ich bin die Ruhe in Person. Lass Hast mich du hoch. irgendwas, um hier hochzubauen? Du keine Blöcke mitgenommen? Doch, warte, ich habe noch welche. Na gut, ich muss mich ja eh neben dir hochbauen. Obwohl, Musst du so geht's das? auch. Sehe schon, wir räumen es nicht weg und die Zombies kommen auch dann einfach so rein. Okay, warte mal kurz. Jetzt kommen keine Zombies mehr rein. Holz hast du dabei fürs Reparieren? Reparaturkit? Hast du. Ja, ich habe alles, weil mir leckt es gerade ein bisschen. Echt? Bei mir leckt nicht. So, jetzt müssen wir nur noch ganz hochkommen. Boah, ich sehe einen Zombie. Hallo? Oh, mein Hund! Mein Hund! Komm, lauf schnell weg. Ja, ich bin tot, bevor das überhaupt losgeht. Verdammter Scheißköter. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Hilfe? Gut, Kopf weg. Ich blute schon wieder. Nimm schnell Verband. Wir haben noch 3 Stunden, das schaffen wir locker. Wir sind schon fast tot und wir haben erst angefangen. Sag doch, was soll das? Und ich habe eine Gehirnerschütterung, na klar. Hast du Schmerzmittel? Nein. Ah ja, daran habe ich jetzt auch nicht gedacht. Guck mal, wo wir reinkommen. Ich habe keine Lust da reinzugucken. Können wir nicht einfach auf der Terrasse bleiben und den Abend genießen? Ich weiß nicht, ob wir den so sehr genießen. Hier ist schon mal ein Geier, ich höre ihn doch. Au! Warum ich, du blödes Kackvieh? Du ist fein. Hä? Wir müssen hier irgendwo reinkommen. Ich bin schon drin. Okay, gut. Ich folge dir gleich. Guck, dass du gut isst. Hier ist noch eine Leiche zum Abholen. Ja, ich überlege, ist hier ein Eingang? Ah, okay, gut. Ich würde gerne nicht aufs Dach hochbauen, aber ich mache mir Sorgen, dass da irgendwie ganz viele Zombies auf uns warten. Muss das kurz reparieren. Bei einem 5er Wolkenkratzer. Ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt einfach die Tür hier. Hier nach unten geht's schon mal nicht, das ist schon mal ein Vorteil. Gut, ich folge dir. Ja. Okay. Ah, das Wieso klappt kann man safe. die Tür nicht zumachen? Warte mal. Ich glaube, da sind wir safe.
Wieso brauchst du die Tür zu? Hier geht's aber nicht höher, das weißt du schon. Ach, scheiße. Ach, warte mal. Warte, ich hab Blöcke. Ich wollte gerade sagen, ich hab doch auch Blöcke. Aber ich will halt einfach nicht, dass. Die fallen uns sonst garantiert in den Rücken. Hier fällt uns niemand den Rücken. Ich mach das hier kaputt. Ich mach den Baublock kaputt, ja. Mach ihn kaputt. War hier was? Ja, Zombies. Sind Zerala? Nö, die kriegen ja nicht heran. Ihr sollt die Tür vielleicht. Die. Ja, ich mach die Blöcke schnell kaputt. Ja, mach das. Ich gehe schon mal höher. Oh, ein Buch. Ah, oh, Forge Minen Ahead. wären vielleicht nicht verkehrt. Ey, ich mache hinter uns hier alles dicht, okay? Mach das. Müssen das aber beachten, weil wir können dann auch nicht mehr zurück. Wenigstens ein bisschen schon mal. Oh, Essen. Vielleicht finde ich ja noch ein paar Schmerzmittel. Bist du hier reingegangen oder gehst du hoch? Bin in der nächsten Etage bin ich Okay. hier. Ja, okay. Wir sollten vielleicht weiter hochgehen. Wenigstens erstmal bis so weit, dass Ah, hast wir. recht. Ist zu riskant. Und so viel Zeit haben wir nicht mehr. Ich Genau deswegen. hab Zombies geweckt. Du hast auch Zombies geweckt. Ja, ich habe die Tür zugemacht. Das fanden die Kacke. Komm hoch, ich hack hier die Treppe weg. Ach Quatsch, ich mache einfach alles dicht. Ja, so geht's auch. Da sollten sie nicht durchkommen, selbst der Rale nicht. Ja, Okay, müssen wir hier. die sind schon an den Spikes. Ja, klar. Oh, ist nur ein dummer Bauarbeiter. Warte, ich mach noch mehr dicht. Freeman. Ja? Hier kommt Zerale. Nee, oder? Geh weg! Hilf mir! Versuch ich! Den habe ich in die Nüsse gehauen. Ah, oh, der hat mich geschlagen. Wir haben sie geschafft. Ich habe noch eine Infektion, so eine Scheiße. Die Nein! ist nicht weggegangen. Die ist nicht weggegangen ganz. Ja, mach mal den Spike weg, oder? Ich wollte gerade überlegen, ob wir hier weiter reingehen sollen, aber bei dem Ding hat mein Rechner ein bisschen Probleme gerade. Oh, nicht so schlimm. So, Oh nein! wenn du Hilfe brauchst, frag nicht nach mir. Da, doppelte Spikes, die lösen das. Wir sollten höher gehen. Ja, ich will hier bloß alles dicht bauen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wenn wir hier runterfallen, haben wir ein Problem. Dann fall nicht runter. Was ist mit dir? Ey, wo gehst du hin? Hoch? Ey, da kommt ein Zerale. Da will ich nicht lang. Komm einfach hoch. Scheiß auf das da unten. Warte, die Blöcke nehme ich weg.